Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, und wir gucken nochmal hier ganz kurz. Nein! Guck mal. Was denn? Ich sehe anders aus. Ja. Den habe ich mit Schnee beworfen. Herr Gleich, sollen wir es wieder wie gestern machen? Nein, heute nicht, bitte. Heute nicht? Nein. Nicht? Nein. So, also. Warum denn nicht? Sind sowieso schon Abonnenten weg. So, also. Ja? Heavy AR soll jetzt bald kommen, wie man hier sieht. So, jetzt stelle ich mal vor. Nein. Powerful Assault Rifle that is the most useful when fired in short bursts. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich mir überlege, die Heavy Sniper, ne? Bei der Heavy Sniper brauchen wir 7 Sekunden, bis die wieder funktionsfähig ist. Eine normale Burst geht brr, brr, brr. Wie ist das dann bei der Heavy Burst? Dok, dok, dok. 1, 2. Dok, dok, dok. 1, 2. Dok, dok, dok. Das wäre, also, wäre ziemlich kacke, oder? Also, ich bin immer gespannt, was das für ein Ding wird. Ja, diese Heavy AR. Gucken wir mal. When most useful when fired in short bursts. Leute, kurz mal so, euch ist bestimmt aufgefallen, dass ein Thumbnail anders ist. Ja, das war Herr Soforts Kreation. Seine Kreation. Ja! So, und jetzt gehen wir mal in den Item Shop rein und gucken mal, was da so am Stissel ist heute. Item Shop. Dante! Wie findet ihr eigentlich diese Effekte dann im Dunkeln? Ich kann sie mir kaufen. Da, nein. Okay. Also, ich gebe, ja, da haben wir eh schon bewertet. Hatten wir schon bewertet. Ich finde den Dante richtig. Hatten wir auch schon bewertet. Dann kommen wir direkt zum Cloaked Star. Der Cloaked Star. Alter, die Welt ist am Start. 8 von 10. 8 von 10 gibst du dem Cloaked Star. Ja. Ich gebe den 7 von 10. Ich würde sagen, das ist mit einer schlechtesten Pick im Ganzen. Findest du? Okay. Warum? Weil die Kacke aussieht. Ich würde sagen, den gebe ich so 3 von 10. Ich finde die ziemlich außergewöhnlich und gebe der 6 von 10. Der war's. Ja, was gibt's denn im Something Stings? Ich finde den cool. 7 von 10. 7 von 10, ich gebe dem sogar 8 von 10. Ich finde den relativ witzig. Und jetzt kommen wir zu dem schönsten Teil der ganzen. Der Gumdrop! Ja, was hältst du denn vom Gumdrop? Ich würde sagen, der ist süß. Der Gumdrop. Ja, steht auch da. Sweet Victory. Ja. Was soll man sagen? Was gibt's denn dem? 1 von 10. Ich gebe dem sogar 0 von 10. Ja? Ich hasse Standardgleiter und wenn sie dann in Sprinkelrot. Jetzt kommen wir heute zum Item. Der neue Emote, der Crisscross. Was denn? Was denn jetzt? Also, wir kommen heute zum Crisscross, der neue Emote im Shop. Darfst auch wieder mitmachen hier mit Musik. Wie findest du den Crisscross? Ich gebe dem 5 von 10. Ich finde den auch nicht wirklich prickelnd. Nicht wirklich crisscrossy crickle. Ja. Ich finde den auch nicht so doll, muss ich sagen. Ja. Ich finde die Musik scheiße. Was gibst du denn? Ich gebe dem auch nur 5 von 10. Okay, also und jetzt kommen wir zum schönsten Skin. Oh mein der Gott. Der ganzen Welt. Der Scout, juhu. Der gleich? Was soll ich denn dem geben? Hast du dich schon gesehen? Ich hab mich schon gesehen, ja. Sie ist komisch. 0 von 10! Ja? Für den Scout, ja. Echt? Definitiv. 2 von 10. Ehrlich, dem gibst du 2 ja, von 10. Ja, weil der Anzug ist irgendwie anders so.
Bastard. 0 von 10, das ist der größte No-Skin der Welt. Also das ist so ein... Ja, also, ich würde sagen, wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und ein Kommentar freuen. Wir haben wieder den riesen Waschbär am Start. Ich kann mich sogar in den verstecken, guck mal. Oh. So. Bist du böse heute? Also, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Warte mal, ganz kurz, Leute. Sorry, ne? Auf jetzt. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss.